Ich wusste wenig über ihn, denn meine Eltern, vor allem mein Vater, sprachen höchst ungern über die Ereignisse vor, während und nach der Revolution. Ich erfuhr kaum etwas über ihr Leben in Russland, in Pjatigorsk. Eines Tages, ich war vielleicht 16, stieß ich auf das Tagebuch meines Urgroßvaters Michele. Ich fing an zu lesen und stellte mit Erstaunen fest, dass er zu Beginn der russischen Revolution die sozialen Umwälzungen befürwortete und sich davon positive Veränderungen in der russischen Gesellschaft versprach. Molto positivo all'interno della società russa. Doch sehr bald merkte er, dass nichts seinen Erwartungen entsprach. Er entschloss sich für die Flucht, denn das Leben der ganzen Familie war ernsthaft gefährdet. Dieser Pass wurde uns von der Schweizer Delegation bei unserer Abreise ausgestellt, Ende September 1918. Da sieht man sie alle drei. Sie sind zusammen abgereist, am 17. Oktober, glaube ich. Im Oktober 1918 ging in St. Petersburg alles drunter und drüber. Nichts funktionierte mehr und sie erwischten noch den zweitletzten Zug. Einige Möbel stellten sie in ein Möbeldepot, andere überdeckten sie mit großen Tüchern. Dann verschlossen sie die Wohnung und übergaben die Schlüssel den Nachbarn, in der Annahme, dass sie nach 3 Wochen wieder zurückkämen. Und am Schluss schreibt sie noch: Da sitzen wir nun auf unseren Koffern, die letzten Schweizer von St. Petersburg. Um 9 Uhr morgens mussten wir uns am Bahnhof einfinden und nun warten wir seit Stunden inmitten von Gehstöcken, Regenschirmen, Toilettentaschen und Proviantkörben, neben uns Berge von Gepäck. Leise sprechen wir über unsere baldige Rückkehr in die liebgewonnene Wahlheimat, in der Überzeugung, dass der Spuk bald vorbei sein wird. Doch sie kehrten nicht mehr zurück. All die Schweizer, die während Jahrzehnten in St. Petersburg, Moskau und anderen Städten gelebt haben, wo ihnen Russland im Zuge des Wachstums einmalige Entwicklungschancen gewährt hatte. Vor der Revolution lebten in Russland rund 10.000 Schweizer. Gut 8.000 flohen zwischen Frühjahr und Herbst 1918 nach der Machtübernahme durch die Bolschewiken. Aus den Tagebüchern und Briefen, die sie hinterlassen haben, spricht ihr Schmerz über diesen Abschied. Für die einen bedeutete die Revolution das Ende der Welt, wie es Germaine Kaufmann empfand. Für andere war sie willkommen und öffnete neue Wege. So sah es anfänglich auch Michele Racci aus Morcote. Vor einem Jahr begann ich dieses Tagebuch zu schreiben. Bescheidene Aufzeichnungen über die Ereignisse in einem Land, das während 23 Jahren unsere zweite Heimat war. Ungeheuerliche Ereignisse, denen ich beigewohnt habe. Kommt, Kinder. Großvater wartet auf uns. In meiner isolierten Lage ist es mir natürlich nicht möglich, eine vollständige Abhandlung über die russische Revolution zu schreiben. Aber die hier beschriebenen Vorkommnisse können vielleicht erklären, warum die anfänglich großen Ideale der Revolution schließlich von Fanatikern und Radikalen verraten wurden. Musik
Extremisten bemächtigten sich der Massen, die sich gerade erst von ihrer antiken Sklaverei befreit hatten. Sie haben die ehrwürdigen Worte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit missbraucht. Sie haben den Sozialismus und den Internationalismus in der ganzen Welt entehrt. Geht da rein und wartet einen Augenblick. Aspettate qua un attimo, eh? Michele! 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 Der Zug hält hier nicht lange. Wir bleiben nur kurze Zeit. Mein Wunsch, nach Russland, genauer in den Kaukasus zu reisen, entstand aus Neugier. Ich wollte die Orte kennenlernen, wo meine Familie während gut 20 Jahren gelebt hat. Hier, schau. In 2,5 Stunden haben wir gerade mal diese kurze Strecke zurückgelegt. Beim Lesen des Tagebuchs kam die Idee und auch die Hoffnung auf, noch irgendetwas zu finden, das Aufschluss geben könnte über das, was meiner Familie widerfahren ist. Und mit der Zeit dachte ich auch, wenn ich jetzt nicht gehe, gehe ich nie mehr. Ecco, Volgograd. Andato sicuramente un altro nome. Andato un altro nome. 1895 reisten 4 Tessiner und 4 Italiener aus Como in den Kaukasus, nachdem sie ihren ganzen Besitz in der Heimat verkauft hatten. Sie pachteten bei einem russischen Prinzen 1500 Hektar Land und gründeten am Fuße des Kamelbergs die Landwirtschaftskolonie San Nicola. Sie legten Weinberge und Obstplantagen an, führten neue Techniken der Viehzucht ein und bauten einen blühenden Landwirtschaftsbetrieb auf, der über 200 Bauern und Tagelöhnern aus den umliegenden Dörfern Arbeit gab. An der Spitze der Kolonie standen der Agronom Michele Raggi und seine Frau Angelika Kaufmann aus Luzern. Mit der Oktoberrevolution von 1917 und dem darauffolgenden Bürgerkrieg geriet das Land in der Landwirtschaftskolonie aus den Fugen. Der Betrieb wurde geplündert und zerstört, die Besitzer zur überstürzten Heimkehr in die Schweiz gezwungen. Michele gelang es, seine Familie in Morcote in Sicherheit zu bringen, wo er wenige Tage nach der Ankunft unerwartet verstarb. Musik.
Angelika, mein Engel. Ihre Stimme und ihre Anwesenheit sind wie ein Licht im Dunkeln. Leise, Oskar. Großvater ist am Schreiben. Wir sollten ihn nicht stören. Ja, Mama. Michele, ich möchte nicht, dass dich jemand sieht. Kamelberg, 20. September 1918. Wenn ich daran denke, wie die Fanatiker Russland in den Abgrund stürzen, verspüre ich einen Schmerz, der sich kaum in Worte fassen lässt. Die Gedanken schweifen zu den Anfängen dieser Revolution zurück, die aus Russland ein neues, freies und demokratisches Land machen wollte. Im Sog der Begeisterung jener Tage erschien uns die Revolution wie ein natürlicher, unvermeidbarer Knall, eine reife Frucht, deren Moment gekommen war, vom Baum zu fallen. Es ist unverzeihlich, dass das Volk so lange versklavt und in Unwissenheit gehalten worden ist. Nach ihrer Rückwanderung lässt sich die Familie Kaufmann im Wattland nieder. Die damals 12-jährige Germaine Kaufmann wird sich zeitlebens an ihre Kindheit in St. Petersburg erinnern und teilt diese Erinnerungen in ihren letzten Lebensjahren immer wieder gern mit ihren drei Enkelinnen. St. Petersburg gehörte damals zu den großen europäischen Hauptstädten. Ich kann mir vorstellen, was es bedeutete, das kleine Neuchâtel hinter sich zu lassen und in diese strahlende Stadt zu ziehen. Zu jener Zeit stellten die großen Städte ihren Reichtum, ihre Kultur und ihre Lebensfreude gerne zur Schau. Bestimmt waren sie überwältigt von all dem Glanz und Licht. Für sie, effektivement, ça a été vraiment merveilleux d'entrer là-dedans. Man darf nicht vergessen, dass die Schweiz damals ein armes Land war. Viele wanderten aus, um im Ausland Arbeit zu finden. Mein Urgroßvater stammte aus dem Kanton Neuchâtel, genauso wie meine Urgroßmutter. Doch kennengelernt haben sie sich im Schweizerhaus in St. Petersburg. Dort ist ihre Liebe geboren und dort haben sie geheiratet. Beide stammten aus einfachen Verhältnissen. Unsere Großmutter erinnerte sich sehr gut an ihre Kindheit in Russland, wo sie bis zur Revolution gelebt hat. Ich glaube, mit der Zeit hat sie diese Erinnerungen etwas verklärt. Aber aus ihrer Sicht hatte sie alles so erlebt, wie sie es erzählt. Sie erzählte alles so intensiv, dass ich als Kind glaubte, wir seien eine russische Familie. Ich hatte nicht begriffen, dass ihre Eltern aus Russland zurückgekehrt waren, denn sie sprach, als wäre alles noch so wie früher. Wir schliefen im gleichen Zimmer und morgens um 7 durfte ich in ihr Bett schlüpfen und sie erzählte mir von Russland. Sie besaß auch einen Karton voller Fotografien. Als ich älter war, sagte ich zu ihr: Oma, wenn du diese Fotos nicht einklebst und deine Erinnerungen nicht aufschreibst, wird alles vergessen gehen, wenn du nicht mehr da bist. So setzte sie sich eines Tages hin und begann, die Fotos in ein Album zu kleben und zu schreiben. Oktober 1918. Seit Monaten leben wir in dem von den Sowjets besetzten Gebiet. Die von mir gegründete Schweizer Kolonie existiert nicht mehr. Die Macht ist in den Händen der Sowjets und der Komitees, von denen täglich neue entstehen und sich wieder auflösen. Vor allem aber herrscht Terror, Plünderungen und Raubzüge der Roten Garde und andere Banden. Unser Land wurde beschlagnahmt und an die Bauern und Taglöhner verteilt. Jetzt sind alle Landbesitzer, aber kaum einer arbeitet. Die Produktion ist eingebrochen, viele Maschinen stehen still und das Land stürzt in den Ruin. Dabei hatte die Revolution Freiheit gebracht.
Es wehte ein neuer Wind, der eine strahlende Zukunft versprach. Doch dann heizten die Demagogen die Massen an und schürten den Klassenhass. Was wird wohl aus diesem Land? Was wird aus uns? Opa Michele, die Mädchen möchten Ihnen gute Nacht sagen. Gute Nacht, Großvater. Gute Nacht, meine liebe Angelika. Gute Nacht, Jeanne. Bis später. Ja, mein Schatz. Bis morgen. Der Winter steht vor der Tür. Das macht mir Angst. Ich sorge mich um Sie. Alles steht still und wir sind völlig isoliert. Es ist schrecklich, dass wir diesen ausbrechenden Vulkan nicht verlassen können. Herein. Hallo Renata und Michele, ich komme euch kurz besuchen. Wie geht's? Gut, danke. Bei euch? Hast du etwas gegessen? Ja, Salat und Suppe. Meine Tante erzählte, es genügte, ein paar Kartoffelschalen in die Erde zu stecken und schon wuchs daraus eine Kartoffel. Sie produzierten auch Wein und einige Tessiner und Norditaliener waren Weinexperten. Den verkauften sie unter anderem an der Weltausstellung in Mailand 1906. Ich denke, meine Urgroßeltern haben es in Russland zu etwas gebracht. Sie waren bestimmt sozial besser gestellt, als wenn sie in der Schweiz geblieben wären. Unser Urgroßvater leitete das Restaurant des Grand Hôtel d'Europe. Er hatte das gesamte Servicepersonal und die Küchenbrigade unter sich. Die Urgroßmutter war nach Russland gereist, um dort in einer reichen Familie zu arbeiten. Sie musste sich um die Kinder kümmern und ihnen Französisch beibringen. Auch sie hatte also eine ansehnliche Stelle. Man sieht sie auf diesem Foto neben der Hausherrin, als die Familie Brot an die Leibeigenen verteilt. Sie trägt keinen Hut, aber auch sie verteilt Brot an die Armen. Es liegt sicher auch an der sozialen Stellung ihrer Eltern, dass meine Großmutter dieses Leben in Russland wie ein Eldorado in Erinnerung hat. Ein verlorenes Paradies. Oktober 1918. Nichts kann uns mehr erschüttern. Nicht einmal solch absurde Nachrichten wie die, die mir mein Sohn heute überbracht hat. Da man sich nicht einigen konnte, wie der Stall, den ich vor wenigen Jahren erbaut habe, unter den zahlreichen Anwärtern aufgeteilt werden soll, wird er jetzt abgerissen. So bekommt jeder ein paar Steine und Holzbretter. Ist denn das die Möglichkeit? So wurde es gestern an der Generalversammlung beschlossen. Zu viele wollten den Stall. Gut macht ihr das. Gratuliere. Wirklich sehr gut. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie das ganze Land in den Ruin stürzen. Stell dir vor, die haben sogar applaudiert, als der Abbruch des Stalls beschlossen wurde. Was für ein Unsinn! Was für ein Unsinn! Die früheren Herrscher haben vieles falsch gemacht. Die Industriellen, die Großgrundbesitzer. Aber so... Wo führt das alles nur hin? Dove andremo a finire? Gib mir den Koffer, Michele. Ecco, grazie. Danke.
Geht's? Freut mich. Freut mich, ich bin Renata Raggi aus der Schweiz. Hallo Elena, schön Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, ich bin Ihr Guide hier in Pjatigorsk. Das ist unser Chauffeur, Gurgen. Kann ich Ihnen helfen? Der ist nicht schwer. Danke. Auf Wiedersehen. Sie hatten schlechtes Wetter in den letzten Tagen. Nein, eigentlich nicht. Sprechen Sie Französisch? Ja. Und Frau Pia spricht Russisch. Wäre die Revolution nicht gewesen. Viele Leute haben alles verloren. Oh ja, viele haben ihr Leben verloren. Ein großartiger Empfang. Schau mal, die Kinder. Schau mal dort vorne, das haben wir vom Zug aus gesehen. Wunderbar, einmalig schön. Wunderbar. Der unbekannte Soldat, schau dir das an. Das ist ein Lenin-Denkmal. Unter dem kommunistischen Regime gab es in der Sowjetunion insgesamt 7000 Lenin-Denkmäler. Während der Perestroika sind jedoch viele zerstört worden. Sechstausend Denkmäler sind bis heute geblieben. Von hier aus sieht er die ganze Stadt. Wenn die Menschen diese Treppe hochkommen, schreiten sie sozusagen ihrem Leader entgegen. Herrlich, diese Aussicht. Wo wohl der Kamelberg steht? Rechts oder links von uns? Wenn von der Geschichte der Revolution die Rede ist, kommt mir immer in den Sinn, dass unsere Großmutter Lenin kennengelernt hat. Später sagte sie, hätte ich gewusst, wer Lenin wirklich war, hätte ich ihn umgebracht. Sehr schön. Sie sehen aus wie Kostüme. Ja, die Kleidung ist immer wieder anders. Das war 1916. Hier steht Beginn der Revolution. An diesen Fotos kann man die nahende Katastrophe beinahe erkennen. Das war kurz vor der Flucht. Hier sehen sie irgendwie besorgt aus. Plötzlich geht alles sehr schnell. Bis dahin war alles wie im Paradies, eine heile Welt, die existierte. Großmutter schreibt zum Beispiel, wir gehen auf eine Insel in einer offenen Kalesche, dort sehen wir andere glückliche Menschen, wie wir es sind. Und dann wird es düster, die Dinge ändern sich. Aus den Anekdoten, die sie erzählt, ist eine wachsende Unruhe zu spüren. Zum Beispiel das Gefühl, bei der Heimfahrt in der Kalesche verfolgt zu werden. Auch der Vater fürchtet sich, wenn er nachts das Hotel verlässt. Im Oktober zieht die Familie ein erstes Mal um. Dieser Umzug leitet das Ende ihrer Kindheit ein. Während die kindliche Unbeschwertheit vergeht, steigt die Besorgnis. Guten Tag, meine Liebe. Angelika, willkommen zu Hause. Die Reise war mühsam.
Die Weiße Armee steht vor den Toren von Pjatigorsk. Hoffen wir, dass der Krieg nicht bis hierher vordringt. Auch wenn sich die Lage beruhigen sollte, die Stimmung bleibt gedrückt. Die Bolschewiki haben alle Zeitungen geschlossen, außer ihrem eigenen Blatt. Und wir beklagten uns über die Zensur unter dem Zar. Und hast du von der Kollektivierung der Landwirtschaft gehört? Aber ja, ein Hirngespinst, völlig utopisch. Ausgerechnet jetzt, wo die Bauern Land bekommen haben. Erzählt denen mal was von Kollektivierung. Die lachen euch ins Gesicht. Aber sie ist Teil des kommunistischen Programms. Es stimmt, Michele. Sie sind verrückt, total verrückt. Wenn sie den Menschen die Kollektivierung aufzwingen, wird das in einem Blutbad enden. Das führt zur wirtschaftlichen Katastrophe. Renata. Renata, wäre mein Vater etwas aufgeschlossener gewesen und hätte mir von früher erzählt, wäre es anders gekommen. Ganz bestimmt. Wir halten kurz an und kaufen Mineralwasser. Ist in Ordnung. Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Der Berg dort vorne, ist das der Kamelberg? Ja, das ist er. Und wie kommen wir dahin? Gehen Sie diese Straße entlang. Und dort vorne führt ein Weg hinauf. Hinauf? Ja, aber seid vorsichtig, da gibt es Schlangen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Sie sagt, es gebe Schlangen dort. Wir müssen vorsichtig sein. Schau dort, Michele. Mamma mia, da ist er, der Kamelberg. Könnten wir kurz anhalten, um den Berg von Weitem zu sehen? Ja, sobald ich einen geeigneten Platz finde. Schau, auch hier. Dietz. Jean Dietz Rohrbach. Das ist deine Urgroßmutter, Michele. La Dietz Rohrbach. Unglaublich. Dass der Grabstein noch steht. Das ist unglaubliches Glück. Grabsteine wie diese, die aus der Zeit vor der Revolution stammen, wurden größtenteils zerstört. Deshalb finden so viele Leute ihre Vorfahren nicht mehr. Sie haben großes Glück. Sie sagt, dass fast alle Grabsteine zerstört worden sind.
5. November 1918. Mit zittrigen Händen beschreibe ich die heutigen Ereignisse. Eine Abteilung der Roten Armee hat unsere Kolonie geplündert und zerstört. Pure, schreckliche Gewalt. Eine Nachbarsfrau wurde erdrosselt. Mein Freund Eduardo Brocci liegt im Sterben. Frauen und Kinder konnten wir retten, indem wir sie im Stall versteckten. Draußen ist alles ruhig. Oskar, du solltest schlafen gehen. Wie geht es den Kindern? Sie sind eingeschlafen, aber sie haben Angst. Ich werde mich noch einmal beim Vorsitzenden des Sowjets beschweren. Wie viele Plünderungen haben wir nun schon erlitten, Michele? Wie oft müssen wir noch zusehen, wie Fanatiker und Betrunkene aus blinder Wut alles zerstören, was ihnen in die Hände kommt? Umbringen, wen sie wollen. Wir können nicht länger hierbleiben, Michele. Wir können nicht warten, bis es auch uns trifft. Es reicht, Michele. Es reicht. Bitte. Wir sollten vielleicht jemanden finden, den wir fragen können. Guten Tag. Unsere Gäste aus der Schweiz suchen nach Informationen über ihre Vorfahren, die hier vor vielen Jahren gewohnt haben. Von Schweizern weiß ich nichts. Hier lebten Italiener. Sie kamen aus der italienischen Schweiz. Aus der italienischen Schweiz? Das war ihr Haus? Es war eine ganze Familie. Das Haus stand da hinten. Es hieß Haus Raggi. Das Haus Raggi stand da hinten. Jetzt steht dort ein anderes Haus, aber die Kellerräume sind geblieben. Der Keller gehört noch zum alten Haus Raggi. Anstelle des Hauses der Raggi steht jetzt ein anderes Haus, aber die Kellerräume sind noch dieselben. Darf ich Sie etwas fragen? Warten Sie, ich schalte den Motor aus. Vor der Revolution gab es hier eine schweizerisch-italienische Kolonie. Wissen Sie etwas darüber? Ja, die haben hier gelebt. Sie hatten wunderschöne Rebberge. Aber fragen Sie Alexandra Evgenievna. Wo wohnt Alexandra? Wenn ihr diese Straße entlang geht, werdet ihr sie finden. Vielen Dank. Gern geschehen. Hören Sie. Gehen Sie um das Dorf herum. Dahinter lagen die Weinberge. Diese Leute hatten wunderschöne Weinberge. Sie haben aus dem Nichts zahlreiche Tätigkeiten aufgebaut. Sie hatten verstanden, dass Weinreben in diesem Klima gut gedeihen. Man lebte gut hier. Sie brachten den Leuten viel Arbeit, bis die Bolschewiki kamen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Das sind unsere Gäste aus der Schweiz. Guten Tag. Guten Tag. Wunderbar.
Das hier, das ist Herr Raci. Das ist Herr Raci? Das ist er. Das ist mein Großvater. Bitte kommt ins Haus. Ich bin eine alte Dame und werde rasch müde, wenn ich lange stehen muss. Bitte kommt herein. Sie ist etwas alt und bittet sie einzutreten. Keine Angst vor den Hunden. Valerio! Valerio ist mein Mann. Valeria! Kannst du ihr sagen, dass ich Fotos bei mir habe? Die hier. Unser Berg. Der Kamelberg. Und das ist das große Haus. Das wurde vollständig abgebrochen. Das war ein Lagerhaus. Und hier unten war der Keller. Den gibt es noch. Da, das hier ist der Weinkeller. Und hier vorne führt er einen Weg durch. Und das ist mein Vater. Auf dem Hof herrschte immer Ordnung. Es war schön anzusehen. Überall Blumen, schön gepflegte Weinberge. Der kommt aus Italien. Der ist über 100 Jahre alt. Very happy. Es freut mich sehr, dass ich mich in diesen Sessel setzen darf. Den Sessel meiner Großmutter oder Urgroßmutter, wer weiß. Äußerst bequem. Renata, ciao. Und hier ist noch eine Reliquie. Reliquie. Was ist? Ça va. Le cantine de Raci. Die Weinkellerei Raci. Una bocca. Ein Weinfass. Praktisch in die Wand eingebaut. Praticamente nel muro. Wie in Melide. Genau wie in Melide. Das ist einfach einzigartig. Mamma mia. Wunderbar. Una meraviglia. November 1918. Gestern haben wir unsere geliebte Kolonie verlassen und all unser Hab und Gut zurückgelassen. Es war zu gefährlich geworden. Wilde Horden stürmten den Weinkeller, um sich zu betrinken. Wir wohnen bei einer Familie in einem Nachbardorf und schlafen zu acht in einem Zimmer, aneinander gepfercht wie die Sardinen. Unser einziges Ziel ist, mit dem Leben davonzukommen. Unser Urgroßvater hatte dem Direktor des Hotel d'Europe versprochen, dass er seine Stelle nicht verlassen würde. Eine Vorstellung aus dem letzten Jahrhundert. Er versprach seinem Patron Treue bis zum letzten Augenblick. Doch am Ende stürmten die Bolschewisten auch das Hotel d'Europe.
Die Bolschewiki besetzten das Hotel d'Europe, verwüsteten die herrlichen Suiten, in denen einst Persönlichkeiten aus der ganzen Welt logiert hatten. Sie plünderten den Weinkeller mit erstklassigen Weinen und nahmen alles mit, was ihnen in die Finger kam. Erst jetzt rief der Hoteldirektor meinen Vater zu sich und beiden war klar, dass dies das Ende war. Da Vater dem Verwaltungsrat des Hotels versprochen hatte, dass er das Restaurant bis zum Ende führen würde, betrachtete er sich von seiner Aufgabe erlöst und reichte seine Kündigung ein. Ich glaube, es ist ihm überaus schwer gefallen, dieses Land zu verlassen. Es muss ihm das Herz zerrissen haben, dieses Land aufgeben zu müssen. Mit etwa 10 Jahren hatte unsere Großmutter eine Blinddarmentzündung und wurde operiert. Der Arzt verschrieb ihr einen 2-wöchigen Genesungsurlaub am Meer. Ein Kunde des Hotel d'Europe empfahl den Eltern ein kleines Hotel auf der Krim. Natürlich hatte meine Großmutter den Fotoapparat dabei. Und so entdeckte ich zu meiner großen Überraschung, dass die Besitzer dieses Hotels Raji hießen. Meine Urgroßmutter und meine Großmutter haben also 2 Wochen in diesem Hotel gewohnt. Es ist doch unglaublich, dass sie so weit weg von St. Petersburg, auf der Krim, ausgerechnet bei Tessinern logierten. Der Zufall wollte also, dass sich die Geschichte der kleinen Germaine Kaufmann nach ihrer Operation mit dem Schicksal der Familie Raji kreuzte. In einem kleinen Hotel in Eupatoria am Schwarzen Meer. Niemand kannte das Hotel, das die Rajis während mindestens einem Sommer geführt haben. Vielleicht sollte einer der Söhne ins Hotelgeschäft einsteigen. Aber dies sind reine Vermutungen. Es war im Sommer 1916, 2,5 Jahre vor der Flucht. Dezember 1918. Der letzte Tag eines schrecklichen Jahres. Wir sind einer Frevlerbande ausgeliefert. Leuten, die keinen Funken Menschlichkeit in sich tragen, noch sozialistische oder kommunistische Ideale vertreten. Täglich hören, wie sie sagen, man müsse alle Bourgeois ausmerzen. So nennen sie uns, Bourgeois, wo wir das ganze Leben hart gearbeitet haben. Januar 1919. Endlich frei. Nach einer weiteren Nacht voller Schrecken und Gewalt hat die Vorhut der einheimischen Kavalleristen und Kadetten die Sowjettruppen zurückgeschlagen. Die Freude über die Befreiung ist unbeschreiblich. Unsere Befreier sind Kavalleristen aus dem Kaukasus, Kabardiner, Transkaukasier, Kosaken, Tscherkessen aus dem Kuban, Nomadensoldaten, die als Briganten bekannt sind. Ausgerechnet sie erlösen uns von der gehassten und grausamen Tyrannei der russischen sozialistischen Anarchie.
20. Januar 1919. Adieu, mein Kamelberg. Wir haben beschlossen, noch heute Nacht zu fahren. Sollten die Sowjets diese Region erneut besetzen, wären wir völlig verloren. Der Kommandant der Kadettentruppe lässt uns nach Noworossijsk am Schwarzen Meer fahren, wo wir vielleicht ein Schiff finden, mit dem wir Russland verlassen können. Januar 1919. Seit zwei Tagen sitzen wir in diesem Bahnhof fest. Die Wartsäle sind überfüllt mit Kriegsgefangenen, Verletzten, Typhuskranken und Toten. Am Nachmittag erhalten wir endlich die Bewilligung, in einen Zug zu steigen und Richtung Norden zu fahren. Inzwischen dämmert es. Wir sehen die Steppe des Kuban an uns vorbeiziehen. Brach und verlassen liegt sie da, genauso wie wir sie bei unserer Ankunft vor 23 Jahren vorgefunden haben. Am 24. Januar 1919. Mit dem Tageslicht kommt wieder etwas Hoffnung auf. Wir fahren dem gefrorenen Fluss Kuban entlang. Jedes Mal, wenn der Zug hält, erstarren wir vor Schreck. Wir mussten die Reise unterbrechen und eine Unterkunft suchen. Beide Enkelinnen sind krank. Die eine hat Bronchitis, die andere eine Lungenentzündung. Wir wohnen in einem kleinen Hotel beim Bahnhof. Es kommen laufend neue Flüchtlinge an. Ganze Karawanen von fliehenden Menschen. Einige haben hunderte von Kilometern auf Viehwagen zurückgelegt. 10. Februar 1919. Die Mädchen haben sich erholt und wir setzen unsere Reise fort. Beim Anblick der Berge waren wir ganz aufgeregt. Dahinter liegt Noworossijsk und das Schwarze Meer. Februar 1919. Wir können es kaum glauben. Wir können an Bord gehen. Nach zwei Tagen laufen wir in Odessa ein. Dort warten wir auf die Weiterfahrt. Und am 11. März sind wir in Griechenland. Wir warten auf eine Möglichkeit, um nach Italien zu kommen. Aber wenigstens sind wir außer Gefahr. Wir haben alles verloren, aber wir sind in Sicherheit. Michele Raggi wird nicht mehr erleben, wie sich seine Prognosen und Ängste bewahrheiten. Doch er sollte Recht behalten. Nach wenigen Jahren kommt es in der ganzen Sowjetunion zur Zwangskollektivierung. Zahlreiche Bauern wehren sich dagegen und werden entweder deportiert oder getötet. Die Lebensmittelproduktion geht drastisch zurück, was schließlich zur schrecklichen Hungersnot führt, die sich bis heute im kollektiven Gedächtnis der Menschen im russischen Kaukasus als schlimmstes Übel gehalten hat. Sein Tod kam unerwartet. Woran ist er gestorben? Die Leute sagten vermutlich, er sei an Herzschmerz gestorben. Das hörte man oft in den Dörfern. Er ist an Herzschmerz gestorben.
Was bedeutet das, Herzschmerz? Dass das Herz entzwei bricht. Und genau das geschieht ja eigentlich bei einem Herzinfarkt, wenn die Herzmuskeln zerrissen werden. Daher bin ich überzeugt, dass er einen Herzinfarkt erlitten hat. Und da dieser so unerwartet kam, konnte die Familie nicht gleich ein Grab für ihn finden. Wo sollte er begraben werden? Schließlich konnten sie den Großvater in das Familiengrab der Familie Sardi legen. Auf Wiedersehen, Urgroßvater. Ruhe in Frieden. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.